Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Video. Ja und ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn heute zeige ich euch ein ganz, ganz besonderes Messer von der Firma Polforce. Ihr habt es natürlich schon im Titel gelesen und seht es auch an meinem Shirt. Heute dreht sich natürlich alles um ein Rambo Knife. Beziehungsweise um das Thema Rambo und alles drumherum. Und da wisst ihr, ich bin wieder mit vollstem Herz dabei und ich freue mich so sehr, dass ich euch heute das MK9, das Legacy, zeigen darf. Und zwar in der Hope Prototype Edition. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Messer aussieht, was die Geschichte dahinter ist und wie das entstanden ist, dann bleibt dran. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Ja, meine Lieben, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, denn es gibt so, so viel zu erzählen und so, so viele Hintergründe, die ich jetzt aufgreifen könnte. Aber ich versuche mich jetzt einfach mal kurz zu fassen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal etwas zurück. 1982, was sagt euch das ganz genau? First Blood, John J. Rambo, das erste Mal auf der Leinwand zu sehen. Wie cool ist das denn? Sylvester Stallone einfach für diese Rolle gemacht und ihr wisst es, ich liebe Rambo, ich liebe alles mit Rambo, die Filme und ihn und Colonel Troutman, ich muss ihn jetzt einfach nochmal erwähnen, einfach wunderschön. Und ja, was steht im Vordergrund bei Rambo? Natürlich die Messer. Ihr seht es ja hier auch an meinem Shirt, der Heartstopper, auch dieses Shirt ist ja einfach eine so wunderschöne Geschichte, was so, so viel erzählt, aber vielleicht gleich mehr dazu. Und ja, es ist so 1982 und dann springen wir jetzt ein bisschen wieder nach vorne. Ging es weiter mit dem Jahr 2022. Was war da? Genau, das 40-jährige Jubiläum von First Blood. Von Rambo sozusagen. Und ja, als dieses Jubiläum war, war Dietmar Pohl selbst vor Ort in Hope, in dieser Rambo City in British Columbia, Kanada. Was muss das für ihn für eine Ehre gewesen sein, dort vor Ort zu sein und ja, so diese ganzen Orte zu sehen. Und wenn ich mir heute die Bilder anschaue, und ihr wisst ja auch, dass ich mit Dietmar in Kontakt bin, also hier an dich, Dietmar, nochmal einen ganz lieben Gruß. Auch hier an dieser Stelle, Dankeschön für das Messer, was ich euch heute zeigen darf und dir jetzt natürlich auch. Und es ist einfach so etwas Tolles, das irgendwie so mit begleiten zu können oder mit sehen zu dürfen. Und also von mir ist es ja selbst auch ein ganz, ganz großer Traum, selbst mal in Hope zu sein und an dem Drehort direkt vor Ort dort stehen zu können. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist etwas so, so Großes. Ja. Aber bevor ich jetzt hier weiter schwärme, es geht natürlich jetzt um das Wesentliche, um das Messer. Aber ich muss euch ja auch ein bisschen so einleiten, damit ihr überhaupt die Geschichte dahinter versteht. Und ja, im Jahr 2022 war es dann so, dass Dietmar Pohl den Prototypen des Legacies dabei hatte, direkt vor Ort. Und da sind ja super schöne Bilder entstanden. Und ich bin immer noch hin und weg, wenn ich das sehe, weil ich es auch sehr schön finde, dass ja, das Team von Polforce das natürlich auch mit mir teilt und ich das dann auch sehen darf und das ist einfach so schön. Also vielleicht werde ich auch irgendwann mal dort sein, wer weiß, aber so wisst ihr, Dietmar Pohl hat zu diesem Zeitpunkt das Legacy entworfen, das ist rausgekommen. Und manche von euch sagen jetzt sicherlich, ja Divi, das gibt es doch auch schon seit einiger Zeit. Ja, da habt ihr gar nicht unrecht, dass MK9, das Legacy von Polforce, könnt ihr natürlich auf der Seite von Polforce auch immer noch kaufen. Das ist ja schon einige Zeit draußen und das gab es auch nicht nur in einer Variante, dem ist jetzt natürlich immer noch so. Und ihr könnt auch gerne auf die Seite von Polforce draufschauen, werde ich jetzt auch nochmal einblenden. Da seht ihr natürlich nochmal alle Messer im Überblick und auch wenn das Legacy nichts für euch sein sollte, haben die natürlich auch andere wunderschöne, hübsche Messerschätzchen. Ja, ja, und jetzt ist es so, dass ich euch ja, wie ihr jetzt wisst, die Hope Prototype Edition vorstellen darf. Ja, und
Was es damit genau auf sich hat, möchte ich euch gar nicht so direkt verraten. Das könnt ihr auch nachlesen auf der Seite von Polforce. Und natürlich auch in diesem Set ist sehr viel mit beiliegend, wo ihr nochmal diese ganze Geschichte verfolgen könnt, wie das letztendlich entstanden ist. Und ja, diese Version heute ist so speziell, authentisch und einfach nur wunderschön aus meiner Sicht, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin, euch dieses Messer heute zeigen zu dürfen. Und ich habe ja eine Seriennummer, die auch sehr besonders ist. Wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet auf der Seite von Polforce, dann macht das. Also den Link werde ich euch unten auch nochmal in die Infobox packen. Da könnt ihr dann nochmal genau nachschauen, warum die letzten 100 Messer dieser auf 300 limitierten Version so besonders sind. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr stolz darauf. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal als erstes, wie immer, die Verpackung. Tada! Das ist es, meine Lieben. So sieht die Verpackung aus. Also die ist ganz einfach gehalten. Ein weißer, schlichter Karton. Hier seht ihr dann einmal die Aufschrift Polforce und hier nochmal einen Hinweis, dass das Ganze patentiert ist. Und an der Seite seht ihr dann, was ich für ein Messer habe. Ja, und welche Seriennummer. Genau, da steht dann auch nochmal das MK9 Legacy The Hope Prototype Edition und hier 256 von 300 und hier dann nochmal der Zusatz HP für Hope Prototype. Ja, und finde ich mega schön, also so diese ganze Idee dahinter ist so toll. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was da noch mit bei ist. So, als erstes, tada! Schaut euch mal diesen mega coolen Jubiläumspatch an. Also hier schon fett 40 in der Mitte, das Legacy und wunderschön gestaltet. Also auch nochmal mit den Daten 1982, 2022 und From First to Last Blood und The Knife That Closed the Circle. Ja, genau so ist es. Mega, mega schön. Dann mit dabei, wie sollte es anders sein, ein Zertifikat. Genau. Hier ist dann auch nochmal eure Seriennummer aufgeführt, die sich natürlich auch auf dem Messer wiederfindet und auch auf noch etwas anderem. Das ist sehr, sehr besonders, werdet ihr gleich sehen. Dann, wann das geprüft worden ist, ein ultimativer, schöner Stempel hier. Und dann hier natürlich unterzeichnet von Dietmar Pohl persönlich und alles sehr, sehr schön aufgemacht, wie ich finde. Auch qualitativ sehr hochwertig. Ja, dann mit dabei ist noch ein, wo habe ich es? Genau, also hier sind einmal zwei Dinge noch mit bei. Einmal hier, das ist einmal die Geschichte hinter dem MK9. Dem Legacy in dieser wunderschönen Variante. Und das könnt ihr hier auch nochmal alles nachlesen. Und wie soll ich sagen, meine Lieben, ich möchte euch das gar nicht vorwegnehmen und euch jetzt alles so erklären oder vorlesen, übersetzen. Es ist hier jetzt auf Englisch. Ich möchte vielmehr, dass, wenn ihr euch das Messer kauft, ihr euch noch auf etwas freuen könnt und auch genießen könnt, was hier alles geschrieben ist. Vor allem auch die Geschichte von Dietmar Pohl persönlich, die Hintergründe, seine Leidenschaft zu Messern und von Rambo bis heute. Es ist ja eine so unfassbar unglaubliche Geschichte. Und ich habe mir so gedacht, wenn ihr euch das Messer bestellen solltet, warum lest ihr euch das nicht durch, während ihr einen Rambo-Soundtrack hört? Das wäre doch mal was, oder? Könntet dann das Messer auspacken? Ich mache das auch immer. Das ist bei mir standardmäßig so. Also wenn ich was neu habe von Rambo, erstmal den Soundtrack und dann auspacken. Das ist einfach, oh, das ist so schön. Ja, und was da noch mit dabei ist, finde ich eine so tolle Idee und darüber habe ich mich selbst auch gefreut, weil ich das so gar nicht wusste. Hier ist dann einmal noch eine Filmlocation Walking Tour quasi. Also einmal noch ein Plan
von Hope selbst, von den einzelnen Locations, die ihr ja im Film gesehen habt. Die Brücke am Anfang, wobei die Straße natürlich dann die Brücke und so weiter. Das Revier und. Also das ist ja alles aufgeführt. Und das ist so schön gemacht, dass man sich hier wirklich ein Bild machen kann, wo ist was passiert. Sehr, sehr einzigartig und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das ist etwas so Wunderschönes. Und ja, und dann ist noch mit dabei ein Flyer zu der Messerscheide, die in diesem Set mit drin ist. Und ja, also diese Lederscheide, was soll ich dazu sagen? Ihr werdet sie natürlich gleich selbst sehen. Aber die ist hier von Rudder, genau, 1957. Die haben auch eine eigene Homepage, könnt ihr auch mal drauf schauen. Und dieser Flyer ist dann nochmal dafür da, dass ihr nachlesen könnt, wer überhaupt dahinter steckt. Und auch nochmal hier, die Lederscheide selbst ist aufgeführt. Also ist sehr, sehr schön gemacht, wie ich finde. So kann sich jeder davon auch nochmal ein Bild machen. Und es kommt natürlich aus Italy. Ja, so. Und jetzt zeige ich euch noch was sehr, sehr Besonderes. Und ja, das sind einmal hier die tada, Lobby-Cards, und zwar 8 insgesamt, wunderschöne Fotodrucke, die, ja, ich zeige sie euch jetzt einfach, aber auf jeden Fall auch in einem Umschlag hier. Und hier ist dann auch nochmal angekreuzt, welche Variante ihr habt. Also bei mir steht hier Black G10, könnt ihr aber hier auch noch in Canvas Composite haben und 256 von 300 natürlich. So, dann öffne ich das jetzt mal und zeige euch mal die einzelnen Cards. So, Bild Nummer 1. Ja, hat mich natürlich sofort gecatcht. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Heartstopper. Da war ja auch ein Zertifikat mit bei und da habt ihr auch schon dieses Bild gesehen, natürlich schwarz-weiß, so hinterlegt und dann die Story dazu und hier jetzt nochmal. Denn ihr dürft nicht vergessen, Dietmar Pohl 2022 direkt vor Ort gewesen. Und super schön diese Aufnahme. Also das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Dazu er natürlich damals. Und hier muss ich auch sagen, meine Lieben, wie schön ist das bitte, dass man diese Aufnahme von sich selbst ja auch noch hat. Manchmal geht sowas ja unter, aber hier wunderschön gestaltet, mega bearbeitet und hier natürlich auch nochmal ein Autogramm. Ja, dazu hinten drauf einmal noch eine schöne Erklärung mit allen Details dazu in Deutsch und in Englisch. Weiter geht's dann mit Nummer 2 hier, mega cool in Hope, wie der Anfang natürlich, kurz bevor Teasel kommt. Ja, und dann hier der Blick von Dietmar Pohl, mega, mega. Das passt einfach. Hier auch nochmal mit dem wunderschönen Lee Gacy. Ja, und natürlich hinten immer die ganzen Erklärungen dazu. Hier dann auf der Maschine. Mega cool. Finde ich total cool. Also, ja, und hier muss ich dazu noch was sagen. Ich will auch so eine Bilder von mir. Ja, meine Lieben, also da bin ich echt neidisch. Hier das 7. von 8, kennen wir alle, Rambo direkt da im Wald auch am Anfang und hier dann auch nochmal Wahnsinnspose, Dietmar. Ja, Wahnsinnsbild, wunderschön und die liegen dieser Edition natürlich auch noch mit bei. Und jetzt geht's weiter. Ich habe euch ja verraten, dass hier in dieser Edition noch die Messerscheide mit bei ist von der Firma Rudder. Und das Messer selbst, das MK9, das Lee Gacy, habe ich hier natürlich auch noch mit der Kydex-Scheide. Wie das aussieht, werden wir uns gleich anschauen. Ich möchte euch aber noch kurz was zeigen, bevor ich euch jetzt dieses Lee Gacy zeige. So, also haltet euch mal kurz fest, einfach nur noch mal so zur Story selbst. Bevor ich euch jetzt nämlich direkt das Lee Gacy zeige, möchte ich euch mal kurz vor Augen halten, wie das überhaupt entstanden ist. Und ich finde das so, so schön. Denn hier,
Das ist das Messer aus dem ersten Teil, First Blood, von Jimmy Lyle natürlich kreiert. Einfach nur mal, dass ihr das seht. Und hier der Heartstopper. First Blood trifft auf Last Blood. Hier schon die 5. Das passt heute. Und Dietmar Pohl hat sich gedacht, ich mache einfach aus beiden Knifeys eins. Und da seht ihr gleich auch direkt, dass das sowas von genial ist, diese ganze Idee dahinter. Also Dietmar, ich bin irgendwie immer noch sprachlos, denn ich finde das klasse. Ich finde das wirklich klasse, was du gemacht hast. Und vor allem auch, dass das Lee Gacy ein Survival Knife ist. Das darf man ja nicht vergessen. Also alles, was hier entstanden ist, 1982 in First Blood, hier nochmal in Last Blood, das hast du ja quasi nochmal getoppt und zusammengeführt. Und wow, also mega, mega coole Idee. Und hier jetzt für beide nochmal zum Verständnis, ja, für beide Messer. Last Blood, First Blood und das zusammengekoppelt ergibt das Lee Gacy. Ja, und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir öffnen den Karton. Ja, und nun sehe ich es. Es ist so schön. Aber bevor wir zu dem Messer kommen, mit dabei ist natürlich diese Polforce Sammlertasche. In schwarz gehalten, hier vorne dann eine Stickerei und hinten drauf dann natürlich die Fläche für den Patch. Hier natürlich perfekt für den Jubiläumspatch. Ja, hier haben wir dann zwei Zipper und wenn ihr die beiden hier so zusammenführt, ergibt das hier eine ganz, ganz tolle Öse. Deswegen liebe ich diese Cases von Polforce, wo ihr dann ein Schloss befestigen könnt. Genau. Dann ist euer Messer natürlich immer gesichert. 42A brauche ich nicht zu sagen. Es ist natürlich nicht 42A konform. Aber wer weiß, wo ihr mit unterwegs seid oder zu tun habt. Und von innen ist das Ganze natürlich ganz weich ausgelegt und gepolstert. Ist also eine richtig schöne Sammlertasche. Ja, und nun zeige ich es euch. Tada! Das hier ist es, meine Lieben. Ihr seht natürlich vom Messer noch nicht viel, denn ich möchte euch jetzt als erstes mal die Messerscheide zeigen. So, und tada! Nochmal! Das ist eine Kydex-Scheide. Super, super robustes Material in schwarz gehalten. Hier mit zwei Gurten, die ihr individuell verstellen könnt. Also einmal von der Länge her, dann natürlich ein Schnellverschluss und dann habt ihr hier auch noch ein Gummi drin, sodass diese Beingurte optimal eurem Oberschenkel angepasst werden können. Finde ich, ist eine super Sache. Dann haben wir hier eine Gürtelschlaufe. Die hat eine Länge von 55 mm. Ist also perfekt für alle Gürtel bis 5 cm, würde ich jetzt sagen. Dann haben wir hier einmal noch eine Druckknopfschlaufe, um das Messer hier oberhalb dann natürlich mal auch noch mal festmachen zu können. Und unterhalb haben wir dann hier einmal diese Schlaufen drin. Ja, und dieser Gürteladapter ist hier einmal vierfach geschraubt. Könntet ihr auch lösen, wenn ihr jetzt sagt, ihr mögt das gar nicht. Aber ehrlich gesagt wüsste ich nicht warum, aber ihr könnt es natürlich machen. Und diese Messerscheide hat noch etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist, tada! Hier eine Prägung und zwar steht hier auch noch mal Hope Prototype Edition und dann das Ganze noch mal mit eurer Seriennummer vermerkt. Also bei mir 256 von 300, seht ihr das da? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen und das ist einfach ein Unikat. Also ich habe das noch nie zuvor gesehen und das ist wirklich eine super, super Sache. Und ja, hier haben wir dann einmal noch eine Öse, dass die Flüssigkeit ablaufen kann, falls ihr damit im Wasser unterwegs sein solltet, was ich nicht hoffe, aber es gibt natürlich immer hier und da vielleicht eine Situation, wo es so ist und dann wisst ihr darum auch einmal Bescheid und ja, verarbeitungstechnisch einfach 1A. So, ich ziehe das Messer jetzt hier raus und jetzt werdet ihr es sehen. Oh, es ist so schön. Tada! Das ist es, das Polforce MK9 Lee Gacy, die Hope Prototype Edition, hier das absolute Survival Knife, kreiert von Dietmar Pohl, First Blood, Last Blood zusammengeführt und bam, das ist es.
Ja, und ich halte es hier jetzt auch noch mal hoch. Einmal First Blood und einmal Last Blood. Ja, erkennt ihr es? Also so schön, eine so unfassbar tolle Idee von dir. Ja, Dietmar, also ich bin wirklich hin und weg. Ich freue mich sehr darüber, also das in der Hand halten zu dürfen. Ja. Und zu dem Stahl kommen wir natürlich gleich, zu dem Griffmaterial und so weiter. Aber ihr habt jetzt hier das Lee Gacy vor Augen. Wunderschönes Messer, ganz, ganz tolle Spearpoint-Klinge, oberhalb dann der Sägerücken, der natürlich nicht fehlen darf. Dann hier ein Schraubendreher, Kreuz, hier dann nochmal ein Schlitzschraubendreher. Hier haben wir dann zwei Löcher nochmal integriert in den Handschutz, damit ihr hier auch nochmal Paracord zum Beispiel befestigen könntet. Dann haben wir hier eine Fangriemenöse. Genau, die auch versteckt ist. Das Lanyard ist hier eingesetzt. Könnt ihr aber auch rausnehmen, denn hier ist ein Schlüssel mit bei. Genau. Und mit diesem mitgelieferten Schlüssel könnt ihr hier auf dieser Seite die Griffschalen lösen. Und hierhinter versteckt sich dann ein Hohlraum. Dieser Hohlraum ist dafür gedacht, dass ihr das so nutzen könnt, quasi wie hier damals das First Blood. Hier konnte man ja das Griffende abschrauben. Hier ist natürlich als Sammlermesser ein Röhrchen drin. Genau. Und hier drin ist dann Angelschnur und Haken und Streichhölzer und Co. Was natürlich bei dem originalen Lyle nicht so ist. Da ist das alles anders, aber jetzt als Sammlermesser kann ich es euch nur so zeigen. Und Polfors hat sich dann gedacht, machen wir hier einfach mal einen kleinen Hohlraum, dass man darin auch diese Utensilien verstauen kann. Und das ist wirklich eine super Sache und macht das Lee Gacy ja noch mal mehr um einiges survivaliger. Genau, das ist einfach so. Und Handhabung ist mega, super schön. Und ja, bevor wir jetzt zu den Details kommen, möchte ich euch natürlich noch dieses unfassbar wunderschöne Messer-Lederscheidchen zeigen. Und ich denke, ihr seid gleich genauso hin und weg wie ich. Und dann geht es natürlich anschließend weiter mit den Details. Aber ich muss sie euch jetzt zeigen. Tada! So sieht das Ganze aus. Also, die ist natürlich in diesem Set mit bei. Da könnt ihr einfach auf die Seite von Polfors draufschauen. Das Lee Gacy bekommt ihr natürlich auch in einer anderen Variante, aber jetzt ganz neu diese Home Prototype Edition. Es catcht mich einfach. Das ist so. So sieht das aus. Hier habt ihr dann auch nochmal die italienische Flagge und natürlich ist die von Radar, wie ich ja eben gesagt habe. Und jetzt nehme ich sie hier mal raus. Oh, es ist so schön. Und als erstes, ihr kennt mich, es geht nicht anders. Dieser Duft ist so, es ist wunderschön. Also meine Lieben, das hier ist sie, die ultimative, super, super hochwertige Lederscheide von der Firma Radar. Und ihr könnt da auch auf die Seite drauf schauen. Ich kann die ja unten auch noch mal verlinken. Da seht ihr auch noch mal, was die alles für Arbeiten machen. Und die Qualität ist 1A. Also, ich kann euch hier ganz klar und tausendprozentig ehrlich sagen, dass das die beste Messerscheide ist, die ich in meiner Sammlung habe. Also, die haut wirklich alles weg. Und ich kann hier an Polfors nochmal einfach ein so großes Lob aussprechen für diese Verarbeitung, für ja diese Zusammenarbeit mit dieser Firma, dass das jetzt alles so zusammengepasst hat mit dem Lee Gacy. Mega. So, natürlich auch in Braun. Hier vorne dann noch mit dem Diamantschärfer. Ziehe ich hier einmal raus und ja, so sieht's aus. Also auch mega schön. Könnt ihr natürlich auch benutzen. Ist nicht rein nur zur Deko. Ja, wie bei so manchem Sammlermesser. Nein, das hier ist alles vollwertig. Dann könnt ihr hier einmal diese Schlaufe reinstecken, so damit das nicht stört, wenn ihr das Messer da drin habt. Und das hole ich jetzt mal. Oh, mein Lee Gacy Schätzchen. So, und das ist natürlich hier der Lederscheide optimal angepasst. Seht ihr das? Ja. Wunderschön. Dann könnt ihr hier einmal die Druckknopfschlaufe zumachen. So, genau. Und bam. Das ist es.
Ich lieb's. Hinten dann auch nochmal die Prägung hier, Pool Force Radar 1957 Made in Italy. Und mit dabei ist noch ein Beingurt. Den könnt ihr dann hier unten einmal in die Schlaufe stecken, um das natürlich auch optimal eurem Oberschenkel anzupassen. Das mache ich jetzt auch mal, dann seht ihr das einmal so. Und dieser Riemen liegt dann eurem Oberschenkel so um, genau mit Schnalle. Und das ist wirklich, also die Verarbeitung, ich bin echt hin und weg. Ich muss noch mal machen. Es ist einfach so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das auch liebt, aber es ist toll. Also diese ganze Verarbeitung, und ihr merkt jetzt wahrscheinlich auch schon an dieser Stelle, dass in dieser Edition wirklich ganz, ganz viel Liebe und Herzblut steckt, ganz, ganz viel Arbeit natürlich auch, aber umso schöner ist es einfach geworden. So, und wir machen jetzt weiter mit den Details, damit ihr wisst, wie groß das Messer ist, aus welchen Materialien das besteht, und dann sehen wir uns natürlich gleich nochmal hier wieder. Anfangen tun wir jetzt mal mit den Maßen. Also, das Messer hat eine Gesamtlänge von circa 38,6 cm. Wir haben hier eine Klingenlänge von circa 23 cm. Eine Klingenstärke von unfassbaren 6,2 mm. Also wirklich fett. Und das Gewicht beträgt circa 480 Gramm. Weiter geht's jetzt mit den Materialien. Also, bei diesem Messer wurde auf ein Neolox Klingenstahl gesetzt mit einer gestrahlten Oberfläche, so dass es matt ist, und ihr seht das hier auch sehr schön, die Sonne scheint jetzt auf die Klinge und nichts reflektiert. Und die Griffschalen hier, die bestehen aus super schönem strukturierten G10 in der Farbe Schwarz. Ja, und nun schauen wir uns natürlich die Einzelheiten an, auf die es bei dem Messer ankommt. Hier eine sehr schöne Spearpoint-Klinge mit Sägerücken. Ja, und mich hat es von Anfang an gereizt, die zu zählen. Haben wir hier 14 oder weniger? Nein, meine Lieben, wir haben hier 14. Also genauso wie beim Lyle zu Anfang in First Blood. Und das finde ich wirklich schön. Also es passt absolut. Und ja, die Klinge ist fast vollständig clean. Hier seht ihr einmal Pole Force, auf der anderen Seite dann die Seriennummer 256. Und ja, oberhalb seht ihr dann einfache Sägezähne, die dann weitergehend mit zweireihigen sind. Und guckt mal bitte. Also mega schön, ne? Wie das so verarbeitet ist. Und man darf nicht vergessen, 6,2 mm starke Klinge hier. Also was ein Brecher von Messer. Und ja, die Griffschalen sind mega, mega schön gemacht, wie ich finde. Also richtig Pole Force-like, schwarz. Eine schöne Struktur, wie man das auch kennt. Dann haben wir hier einmal einen Schlitzschraubendreher, einen Kreuzschraubendreher. Und die Griffschalen sind hier zweifach geschraubt, und vielleicht fällt euch jetzt etwas auf, denn wir haben hier zwei Löcher. Genau, also im Handschutz sind die integriert. Die sind natürlich dafür da, dass ihr da jetzt ein Bändchen befestigen könnt, ein Paracord oder whatever. Denn es ist ja nicht zu vergessen hier an dieser Stelle, es ist ein Survival Knife. Und das ist wirklich sehr gut durchdacht, denn wir haben hier sogar auch noch Platz in den Schräubchen, ein Paracord befestigen zu können. Also wenn es drauf ankommt, könnte man sich daraus jetzt zum Beispiel einen riesen Speer basteln oder wie gesagt, was auch immer. Aber die Möglichkeit besteht. Ja, dann haben wir hier unterhalb einmal Line Steel stehen und oberhalb dann einmal nochmal Pool Design. Ja. Finde ich auch immer schön, dass sowas noch mit draufsteht. Und hier haben wir dann am Griffabschluss einmal noch ein Lanyard. Ist auch versteckt, wie ihr seht. Also ist ganz, ganz toll gemacht. Das liebe ich auch an Pole Force Messern. Und ja, der Griffabschluss hier, den könnt ihr natürlich als Schlagelement nutzen. Genau, als Glasbrecher. Und ist wirklich auch ganz, ganz toll durchdacht. Ja, und dann ist natürlich hier dieses schwarze Lanyard mit dran und mit dem Schlüssel. Ich lege das jetzt einmal noch hier hin, das Messer, genau. Und mit diesem Schlüssel
könnt ihr dann natürlich hier die Griffschalen losschrauben und hier hinter befindet sich dann der Hohlraum. Und ja, das Messer besteht aus einem Stück und verarbeitungstechnisch wirklich 1A. Also hier wurde nur auf die hochwertigsten Materialien gesetzt, wie auch bei der Messerscheide und wie bei der Lederscheide 1A. Also ich bin sprachlos, wirklich wunderschön gemacht. Ihr wisst nun um die ganzen Einzelheiten Bescheid und jetzt seht ihr schon, ich habe ein Papier hier und ich möchte mit euch den ultimativen Papierschneidetest machen. Heute wirklich als erstes. Ich habe das zuvor noch nicht probiert, aber mich reizt es. Ich will jetzt endlich wissen, wie scharf dieser Neolock-Stahl ist. Und das ist doch nicht normal, was? Wie geil ist das denn? Das schneidet wie Butter. Also wenn das nicht Rambo-like ist, weiß ich auch nicht. So, meine Lieben, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Aber euch fehlt jetzt sicherlich noch was. Ich weiß. Also ich werde euch jetzt noch ein paar schöne Eindrücke von diesem ultimativen Lee Gacy einblenden. Sage, lehnt euch zurück und bis gleich. Ja, meine Lieben, nun sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe natürlich, dass euch die Eindrücke gefallen haben und euch auch dieses wunderschöne Messer gefällt. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, Divi, ich muss das unbedingt haben, dann klickt unten auf den Link in meiner Infobox. Da seht ihr diese Edition, auch vor allem mit der tollen Lederscheide und dem Diamantschärfer, was ja irgendwo immer dazu gehört. Rambo, ihr wisst es. Und ja, ich bin einfach nur gespannt, was ihr jetzt zu diesem Messer sagt, zu dieser Hope Prototype Edition und ob das auch etwas für euch wäre. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr glücklich darüber, dass ich das Messer jetzt mein eigen nennen darf, es in meiner Messersammlung habe und ihr wisst, Rambo. Und auch wie mein T-Shirt das hier zeigt, First Blood, Last Blood, der ultimative Hardstopper, schon so eine tolle Kreation von Dietmar Pohl und jetzt das hier, das haut doch wirklich alles weg, würde ich sagen. Und mit dabei Kydex-Scheide, Lederscheide, die Lobbycards, dieser tolle Patch, die ganze Story nochmal dahinter. Es ist wirklich schön gemacht und so viel Arbeit, wie da drin steckt und so, ne? Also ein ganz, ganz großes Lob an Polforce hier für euch und an dich, Dietmar. Ganz, ganz herzlich Dankeschön nochmal für diese schöne Edition. Ja, ich bin wirklich so, so glücklich. Ich freue mich sehr. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich dieses Messer einfach bewundere, mich hinsetze mit Soundtrack. Ich habe es schon zweimal gemacht, ja, muss ich ja gestehen. Aber es berührt mich einfach. Und ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann auch mal in Hope sein werde. Das wäre mir auch eine so unfassbar große Ehre. Ich wüsste, glaube ich, gar nicht, wo ich zuerst hin sollte. Und es ist einfach so. Als Rambo-Fan und dann direkt da vor Ort. Wie toll muss das bitte sein? Ihr könnt mir ja schreiben, ob das auch euer Traum wäre. Ob euch das auch mal interessieren würde. Und ja, alles, was ihr dazu sagen möchtet, schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und dann diskutieren wir natürlich darüber. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern, vielleicht auch beim Shoppen. Falls ihr euch diese Variante bestellen solltet, dann schreibt mir das doch. Und falls ihr ein Lee Gacy schon zu Hause habt, könnt ihr mir ja auch mal schreiben, wie ihr das so findet, ob ihr zufrieden damit seid und wo ihr das vielleicht platziert habt.
Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne den Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und abonniert doch auch bitte meinen Kanal. Wenn ihr dann anschließend dieses Mini-Mini-Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr natürlich auch kein Video mehr von mir. Seid immer up to date, wie ich so schön sage. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Mit was bleibt natürlich wie immer eine Überraschung. Also seid da einfach gespannt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut, und sage bis bald. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao!